Können wir nicht ändern. Oh ja. Wir kippen uns da noch ein bisschen rein. Wir verkaufen unser Oma. Oh Gott. Jetzt habe ich mein ganzes Alkohol zum Saufen weggegeben, naja. Ah, hier ist ein Alkohol. Ah, gut. Ah, Mist. Ah ja, da hinten muss ich jetzt hin. Gut. Nee, ich habe echt keine Zeit mit euch hier, mich rumzuprügeln. Ah ja, ist ein bisschen besser geworden. Hat eh was mit der Weitsicht zu tun. Das ist jetzt wirklich ein bisschen besser geworden von der Performance her. Ja. Wenn wir sie mal ganz auf die aufs Minimum beschränken. Warte mal, so. Geht das jetzt besser? Ja, scheint wohl so. Ja, es ist ein bisschen blöder, aber sowas bei dem Game muss ich jetzt halt irgendwie ein bisschen. Hey, mein Freund. Sieht echt hübsch aus. Ah, leider kann ich auch nicht tot treten. Ah, jetzt kann man als Tarnung nutzen. Warte, das ist. Kann man nämlich so machen. Kann ich schon ein paar Kämpfe ersparen, wirklich. Wenn wir das so können. Praktisch. Gut, gehen wir weiter. Ist auf jeden Fall eine gute und praktische. Oh Gott. Oh, der kotzt gleich. Tschüss. Tschüss. Mach mal her. Halt dich. Das ist echt cool gemacht, die Fähigkeit. Jetzt können wir die Dinger schön plündern, ohne dass die das jemals. Oh Gott. Uah. Aber natürlich. Was? Oh ne. Warte, den einzelnen Adanten. Komm. Und noch eins. Dumm. Sehe ich cool gemacht, die Fähigkeit. Und sie kann helfen.
aus einigen blöden Situationen rauszukommen. Noch mehr. So. Hätten wir es auch geklärt. So, Salim? Salim, lass uns reden! Howard, ich bin bewaffnet, also verzieh dich besser. Aber Dali! Du musst Ida laufen lassen! Meinst du dieses dumme Weib? Sie ist tot. Sie war infiziert. Ich musste sie töten. Ihre Tochter sagt, du hast Antizin. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe nichts damit zu tun. Ich gehe hier nicht weg ohne sie. Ach ja? Du hast also Lust auf eine Party? Dann brauchen wir noch ein paar Gäste. Wirklich, eliminieren sie die im 4 Euro. Oh nein, muss man eliminieren. Tschüss. Ja, wirklich jetzt. Das ist ein Trick. Ein paar Infizieren wir schon fertig. Los, komm her. Aua. Aua. Scheiße. Aber irgendwie haben sie noch menschliche Reaktionen, ne? Wenn sie schwächer werden, bilden die so Art und Gnade, haben wir das Gefühl. Au. Guten Tag. Was ist? Du. Komm her. Na? Wollen wir tanzen? Ernsthaft? Ist das euer wunderbarer... Ja, wow. Reicht's. Guten Tag! Oh, achso, dann geht die Tarnung sofort weg. Wenn ich einmal zuhau. Wo war der? Hier. Daran habe ich eben gar nicht gedacht. Was dann? Ach ja, wenn du fertig bist, habe ich mir gedacht, die Waffe zum Nutzen gleich machen können. Weil der war ja sowieso egal. Wenn ich mit dir fertig bin. Ja, wenn du mit mir fertig bist, ne? Hm? Das ist irgendwie sind dich, Alter, wie verschiedene Waffen ich jetzt noch hab. Nehme ich nämlich auch immer die Schwächsten weg, ne? Das ist halt ganz klar. Okay, es war auch vielleicht ein bisschen fies, jetzt im Nahkampf die Pistole rauszurücken und den Kopf zu schießen. Aber Herrgott, ne? Ich meine, der wollte mich gerade umbringen. Insofern. Ist es, glaube ich, nur fair. Oh,
ich sonst nichts weiter? Nö. Also, wenn ihr außer Performance-Probleme habt, ne, stellt die Sichtweite ganz, ganz weit runter. Das läuft viel besser. Weil ich finde natürlich auch, ey, jetzt kann mal ein Let's Play sein, dass es dann ein bisschen ruckelt. Das tut mir dann leid. Kann ich nicht erinnern. Also, und wenn ich das dann kann, ne, wenn ihr wisst, wie das geht, weil ich da runterschalten muss. Bin ich gern bereit, natürlich. Also, an mir soll es natürlich nicht liegen, warum es dann hier nicht funktioniert, ne? Also, ja, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ah. Hä? Erst so, warum. Ich kann das nicht aufheben. Das wird bescheuert, oder was? Weil ich irgendwas zu viel hab. Okay, warte. Wenn ich. Hab hier irgendwas zu viel wohl. Ja, nochmal. Mal jetzt hier alles fallen lassen, muss jetzt gehen, oder? Nö. Ah, wird das Inventar jetzt voll? Toll. Da muss ich hier die Fackeln, wo wollte ich denn bestimmt Fackeln? Sieben. Danke. Na egal, find die Schnur finde ich wieder. Gott, was hat er dir angetan? Ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist frei. Jasmina, meine Tochter, sie ist... Sie ist im Dorf und wohlauf. Dein Sohn versteckt sich immer noch im Haus. Wo sollen wir jetzt bloß hin? Harun wird uns wieder aus dem Dorf vertreiben. Nimm deine Kinder und geh mit ihnen zum Turm. Frag dort nach einer Ärztin namens Lena. Sag ihr, dass Crane euch schickt. Und dass er dafür sorgen wird, dass genug Antizin für dich und deine Tochter da ist. Du bist Crane? Ja, ich bin Crane. Geh jetzt zu Jamil, er wartet auf dich. Jasmina ist bei deiner Schwester. Danke, dass du so gütig warst. Ich dachte, so etwas gäbe es nicht mehr. Doch, sowas gibt es noch. Die vierte Gewalt, ne? Nee, da ist ja viel näher dran. Wohl, ja, ist ja viel näher dran, der Mann mit der Maske. Der Mann mit der Maske. Das ist viel näher dran. Machen wir als nächstes der Mann mit der Maske. Gott, wir haben es geschafft. Aber meine Schnur ist wieder geil. So, dann geht es mit dem Mann. Wo kann ich das eigentlich mal abgeben, diese blöden Pakete? Ich komm eigentlich. Okay, hier hinten irgendwo, ne? Aber. Ne. Habe jetzt natürlich auch keine Lust drauf, da extra jetzt hinzurennen. Scheiße. Nein. Warte. Ich bin dir was schuldig, Mann. So. Hier müsste es irgendwo sein, ne? Der Typ? Keinen Schritt weiter. Shakur empfängt heute keine Besucher. Wer keine Besucher will, sollte nicht das Schloss am Tor des Fischerdorfes sabotieren. Was? Wovon redest du? Das war nicht Shakur. Das war der Mann mit der Gasmaske. Und das bist du. Ich? Du bist verrückt. Wie kommst du auf sowas? Weil du eine Gasmaske trägst. Du wurdest hereingelegt. Der Saboteur ist ein Betrüger, der sich verkleidet hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken. Damit du böse auf Shakur wirst. Aber Shakur weiß, wer dahinter steckt. Shakur hat ihn ohne Maske gesehen. Du hast jemanden gesehen, der aussah wie du?
Shakur war hinter den Felsen und hat ihn gesehen. Aber er hat Shakur nicht gesehen. Dann sollte Shakur mir sagen, wer es ist. Nein. Ha, diese Information ist sehr viel wert. Wenn du wissen willst, was Shakur gesehen hat, dann musst du zuerst etwas für Shakur tun. Dann sage ich es dir. Ich verhandle nicht mit dir, Shakur. Natürlich nicht. Shakur sagt, was zu tun ist und du gehorchst. Also, gehorche Shakur. Und was wünscht der mächtige Shakur? Ich war auf dem See hier in der Nähe unterwegs, als meine kostbare Tasche aus dem Boot ins Wasser gefallen ist. Sei wie ein Fisch und bring sie mir zurück. Schnell, geh schon. Ernsthaft? Okay. Okay. Na gut. Ja, hier gibt es einige bekloppte Menschen. Aber das ist auch das Schöne an Dying Light, ne? Ich meine allgemein sehr schönes, schönes Game. Aber es ist ja eine Performance, aber wenn man die Richthalter einfach runterstellt, geht das ja auch. Ich weiß gar nicht wieso, ich meine, ich sehe jetzt nicht weniger, habe ich immer das Gefühl. War es nicht so egal? Ernsthaft. Oh geil, es ist ein bisschen kleiner geworden. Gut, wir haben seine Maske, seine Tasche. Okay, jetzt bitte. Ich hab deine Tasche. Warum hast du sie nicht selbst geholt? Shakur kann nicht schwimmen. So, erst die Tasche. Dann sage ich dir, wer der falsche Shakur ist. Okay. Also Shakur, was hast du gesehen? Der Betrüger schleicht sich heimlich aus dem Dorf. Ganz richtig, wie ein Spion. Entschuldigung. Dann setzt er eine Maske auf. Dann schleicht er zurück zum Tor. Macht dabei aber Lärm, damit die Wachen ihn bemerken. Er zerstört das Schloss und rennt davon. Hast du ihn erkannt? Er sah wie ein Irrer aus, nicht wie Shakur. Ich meine, weißt du, wer es war? Natürlich, einer der Fischer. Derjenige, der sich als Shakur verkleidet hat. So, so. Ich kümmere mich drum. Übrigens, Shakur, was war in der Tasche? Meine Luft. Meine geliebte, saubere Luft. Jetzt kann ich wieder atmen. Okay. Ich will nicht weiter stören, ne? Tschüss. Okay, neue Safe Zone, cool. Hey. So. Oh Gott, nö. Ah. Schade. Ist schon geplündert oder... Ah, oh, das habe ich mir eben gedacht. Ist das irgendwie so eine Abrollmöglichkeit eigentlich? Ist das eigentlich sowas?
Ja, ja, ist ja gut. So. Wer hat alles einen Schlüssel für das Tor? Nur ein paar. Tom, Görse oder Musa. Danke. Okay, dann rede ich mal mit denen. Die Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Achso, durchsuche die. Achso, muss die ganzen Wohnungen durchsuchen. Ups, da. Mhm. Also hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist aber nichts. Obwohl. Was kann ich für dich tun, Crane? Du hast das Tor sabotiert, Görsel, und die Infizierten ins Dorf gelassen. Ich? Das war der Irre mit der Maske. Die Wache hat ihn gesehen. Aber jemand anderes hat dich gesehen. Was? Wer behauptet das? Sag's mir. Außerdem lag diese Maske in deiner Hütte. Was blieb mir anderes übrig? Das Dorf wollte kein Schutzgeld an Reis zahlen. Und er wurde ungeduldig. Deswegen hat er ja auch dich geschickt, oder? Deswegen riskierst du das Leben der Leute hier? Sie mussten erkennen, dass wir Reis Schutz brauchen. Es hat funktioniert. Warum regst du dich also so auf? Weil Musa jetzt den Gasmaskenmann erledigen will. Wo ist das Problem? Sorg dafür, dass das nicht passiert. Oder es wird bekannt, wer es wirklich war. Wir verstehen uns? Tun wir. Wir sprechen mit Musa und den Wachen. Okay. Sprechen Sie mit Musa. Okay, es wird keinen Ärger mehr mit dem Gasmaskenmann geben. Hast du ihn erledigt? Nein, das war nicht nötig. Nach seiner Aktion? Es mag dir nicht gefallen, aber Mord ist immer noch kein Kavaliersdelikt. Falls du das anders siehst, hast du ein Problem mit mir. Kein Problem, Chef. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin sonst ganz harmlos. Danke fürs Kümmern. Gar nichts für.